So, die Hook Consulting Masterclass ist mittlerweile im kompletten deutschsprachigen Raum so gut wie jedem ein Begriff. Deswegen fragen mich auch viele immer, hey Basti, ich höre nur noch Masterclass, 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 aber was lernt man denn eigentlich in dieser Masterclass? In diesem Sinne, herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist Bastian Hook, professioneller E-Commercial und Print-on-Demand-Coach und heute soll es wirklich mal um das Thema Masterclass gehen und was du darin lernst, um dir genau diese Frage eben zu beantworten. Dementsprechend gebe ich dir natürlich auch den Tipp, schau das Video unbedingt bis zum Ende an, weil dann weißt du ganz genau, A, was du bei mir lernst in der Masterclass, was unsere Teilnehmer für Ergebnisse erzielen und vor allem dann hast du auch ein Gefühl am Ende des Videos, ob du sagst, hey, das ist eine geile Geschichte, ich will mir genau das Gleiche aufbauen oder nicht. Beides ist absolut fein, aber damit du da einfach keine Fragezeichen mehr im Kopf hast. Ganz wichtig, wenn du in Zukunft mehr von diesen Videos sehen möchtest, ja, das heißt Thema finanzielle Freiheit, Vermögensaufbau, wichtige Fakten zu Millionären, zu Milliardären und so weiter, dann jetzt einfach an dieser Stelle unter dem Video kurz den Like-Button drücken, denn dann weiß der YouTube-Algorithmus Bescheid und du wirst in Zukunft automatisch mehr von diesen Videos vorgeschlagen bekommen. So, und jetzt zum Thema Masterclass. Denn der Punkt ist, den meisten Leuten mangelt es gar nicht an Disziplin, um sich einen eigenen Online-Shop und wirklich ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Der Punkt, an dem es den meisten Leuten mangelt, ist einfach das Thema, dass sie wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, dass sie auch jemanden haben, der sie wirklich dabei begleitet. Und zwar nicht nur irgendwelche 0815 Angestellten, wie es viele Pseudo-Agenturen, wie ich es immer sage, da draußen machen. Und hier werde ich auch natürlich immer wieder kritisiert, boah, Bastian, du stellst andere negativ dar und so weiter. Ich sage immer, jeder kann sein Ding machen, solange er einen guten Job macht. Aber solange es da draußen Agenturen gibt, die dir versuchen, irgendein Geschäftsmodell, irgendwelche China-Modelle zu verkaufen, obwohl sie ganz genau wissen, dass es nicht funktioniert. Und so gut wie keiner von den Kunden irgendwelche Ergebnisse hat, wo ganz groß die Marketing-Trommel gerührt wird. Ja, mit allem, oh, ich habe ein großes Bürogebäude und so weiter. Ja, ich muss schon grinsen, wenn ich sage. Die meisten werden wissen, wer gemeint ist. Und dann aber keine Ergebnisse da sind, die sich damit brüsten, oh, ich habe tausend und mehr, zigtausende Kunden, aber komischerweise habe ich keine Ergebnisse. Das ist halt einfach genau der Punkt, wo man direkt stutzig werden muss. Und warum ist das so? Entweder, weil die Coaches selber noch nie richtig Erfolg hatten oder weil sie irgendwelche Angestellten dort einstellen, die selber noch nie in ihrem ganzen Leben einen eigenen Online-Shop aufgebaut haben und die sollen dich dann betreuen und zur finanziellen Freiheit führen, obwohl sie selber irgendwo angestellt und eingesperrt sind? Merkst du was? Und der nächste Punkt ist einfach, um jetzt hier mal ins Detail zu gehen, was du hier wirklich lernst. Das, was du bei mir lernst, ist nicht, wie baue ich mir irgendeinen 0815 China-Shop auf, der nicht nur unseriös aussieht, sondern der schlechte Produkte drin hat. Produkte aus China, die 100.000 andere auch verkaufen, die eine beschissene Lieferzeit von 2 bis 6 Wochen haben. Eine Lieferzeit, die einfach keiner abwartet. Wo dann auch wieder, hier ganz, ganz wichtig für alle die, damit ihr dort nicht auch wieder in so eine Verkaufsstory, sag ich mal, reintappt. Wenn es dann heißt, ja, wir haben aber auch EU-Supplier und so weiter. Erstens mal hast du trotzdem im EU-Raum meistens eine Lieferzeit von 6 bis 10 Tagen. Das ist also immer noch deutlich langsamer. Aber das Schlimmste ist ja, du verkaufst Produkte, die 100.000 andere auch verkaufen. Also ob ich jetzt irgendwie den Gurkenschäler verkaufe, den ich aus Spanien geliefert bekomme oder aus Portugal oder aus China, ist ja ganz egal. Das verkaufen 100.000 andere auch. Ich habe keine eigenen individualisierten, personalisierten Produkte. Und das ist das, was eine eigene Marke ausmacht. Du willst eigene USPs haben, eigene Unique Selling Points. Ja, du willst Punkte haben, die deine Marke, die deine Produkte besonders machen. Denn nur dann kannst du dich von der Masse abheben. Und das ist genau das, was du bei uns lernst. Du lernst ganz genau, welche Produkte verkaufen sich extrem gut in deiner eigenen Nische. Auch da gucken wir ganz genau individuell bei dir, in welche Nische du reingehen willst. Warum? Du brauchst erstens mal eine Nische, wo du wirklich hochprofitabel Geld verdienen kannst. Und im nächsten Schritt willst du aber natürlich auch eine Nische wählen, die dir selber wirklich Spaß macht. Da guck dir mal an, wie viele Menschen gibt es da draußen, die in irgendwelchen Jobs festsitzen. Vielleicht bist du gerade in derselben Situation. Ein Job, der ihnen keinen Spaß macht, wo sie früh aufstehen müssen, wo sie spät am Abend zurückkommen, wo sie am Ende des Monats irgendein Nettoeinkommen haben, was ihnen nicht reicht, um sich die Dinge kaufen zu können, die ihnen wirklich wichtig sind oder selbst keine Zeit haben für Familie, für Freunde, für Hobbys, die nicht verreisen können, wann sie wollen und wohin sie wollen. Wahrscheinlich musst du wie in den meisten Angestelltenverhältnissen fragen, ja, wann kann ich in den Urlaub? Wie lang kann ich denn eigentlich in den Urlaub? Kann ich denn überhaupt in den Urlaub? Was ist denn eigentlich mit meinen ganzen Überstunden?
bekomme ich die ausbezahlt? Das ist doch alles kein Leben, Leute. Und wir sind heute im 21. Jahrhundert. Das heißt, du kannst nie mehr in die Situation kommen, wie damals meine Großeltern. Da gab es das alles nicht. Da war das mit dem Internet nicht. Da konnte man keinen Onlinehandel betreiben. Die können zu Recht sagen, wir hatten damals diese Möglichkeiten gar nicht. Wir mussten damals von so und so wenig Geld leben. Es ging nicht anders. Aber heute kann keiner mehr sagen, er konnte keinen Onlinehandel machen. Das heißt, jeder, der sich das Ganze nicht aufbaut, ist selbst schuld, wenn sich an seiner Situation nichts verändert. Denn wir haben Teilnehmer, die extrem jung sind, 16 bis 18, und wir haben Teilnehmer mit über 60. Und jeder baut sich seinen eigenen Onlineshop auf. Das heißt, dein Hintergrund ist komplett egal. Und dann ist es wichtig, dass du natürlich erstmal lernst, und das ist ja genau das, was wir unseren Leuten beibringen, dass du dir eine eigene Marke aufbaust. Ja, heißt eben, du hast eigene Print-on-Demand-Produkte, Lieferzeit 2 bis 3 Tage, wo deine Kunden wirklich happy sind. Ja, das heißt, wir sind im Endeffekt fast genauso schnell wie Amazon mit Prime. 1-2 Tage Differenz. Was aber im Endeffekt komplett egal ist. Dann ist es so, dass du gleichzeitig auf allen Social-Media-Plattformen vertreten bist. Das heißt, du lernst von mir eben auch, nicht nur wie bei den meisten 0815, wie schalte ich denn eigentlich Werbung auf Facebook oder Instagram, sondern genauso, wie kann ich denn eigentlich Werbung auf TikTok schalten? Wie kann ich denn eigentlich Werbung auf Pinterest schalten? Wie kann ich mit meiner Marke, mit meinem Online-Shop wirklich auf allen Plattformen vertreten sein? Denn was du willst ist, dass dein Kunde dich immer im Kopf behält. Der weiß ganz genau, wenn ich wieder Produkte in deiner Nische einkaufe, dann kaufe ich bei dir ein, weil ich da die besten Produkte kriege. Produkte, die ich liebe, Produkte, die ich selber weiterempfohlen habe, Produkte, die ich verschenke. Das ist das Geile und das ist das Geniale. Und das ist auch das, was du bei uns lernst. Aber halt nicht nur, natürlich kriegst du auch Zugang zu dem Videokursbereich, wo du extrem ausführlich Klick für Klick, Schritt für Schritt lernst, wie du dir das Ganze erstmal aufbaust. Und zwar so detailliert, als würde ich rechts neben dir an deinem Laptop sitzen. Aber du kriegst halt nicht nur gezeigt, okay, was muss ich eigentlich machen, sondern ich bringe dir auch ganz genau bei, dass du verstehst, was du tust und warum du es tust. Das ist extrem wichtig. Gibt es wieder andere, die geben dir nur irgendeine Vorlage, die sollst du anwenden, was im nächsten Schritt gar nicht mehr funktioniert, weil du doch einen individuellen und einen persönlichen Shop hast. Und im nächsten Schritt ist es auch so, dass du bei mir halt nicht von irgendwelchen Angestellten betreut wirst, sondern ich das selber mache. Und genau das ist der Grund, warum unsere Teilnehmer deutlich schnellere und deutlich höhere Ergebnisse haben als irgendwelche anderen Pseudo-Coachings da draußen. Und dann wundern sich immer alle, dass wir so extrem viele positive Bewertungen haben. Dass wir jeden bis jeden zweiten Tag auf Instagram unsere Live-Ergebnisse posten. Dass du dort Ergebnisse siehst zwischen 10 und über 100.000 Euro pro Monat. Bei Teilnehmern, die komplett bei Null angefangen haben. Bei Null. Guck einfach mal auf unsere Seite www.hookconsulting.de und guck dir da auch unsere Erfolgsinterviews an. Egal, ob du Daniel nimmst, Familienpapa, 3 Kinder zu dem Zeitpunkt noch angestellt, der allein in einem Monat über 30.000 Euro verdient hat. Ich spreche nicht von Umsatz, sondern von Gewinn. Oder ob du dir Janine anguckst, die zuerst verbeamtete Lehrerin war und du weißt selber, wie die Deutschen sind, oh, wenn du verbeamtet bist, diesen Job kannst du nie mehr verlieren und Gehalt ist ja auch nicht schlecht und so weiter. Die hat diesen Job aufgegeben, weil sie jetzt schon, das war damals knapp über ein halbes Jahr bei uns in der Masterclass, komplett finanziell frei und unabhängig ist. Und du kannst mir glauben und du weißt es selber, so einen Job gibst du nicht auf, wenn du nicht was viel, viel Besseres dir aufgebaut hast. Und ist jetzt aktuell unterwegs auf ihrer eigenen Weltreise und bereist die Welt. Überall dorthin, wo sie davor schon immer hin wollte, aber noch nie hin konnte. Philipp genauso. Philipp hat seine komplette Karriere als Wirtschaftsingenieur hingeschmissen. Und ich sage immer, glaub nicht mir, sondern guck dir wirklich die Interviews unserer Teilnehmer an. Das ist einfach Wahnsinn und das ist krass. Und wie gesagt, die ganzen Agenturen, die so krass Werbung machen, die würden zumindest damit Werbung machen, wenn sie schon mit Bürogebäuden Werbung machen, wenn sie solche Ergebnisse hätten. Ja, und die haben sie halt einfach nicht. Und wenn du sagst, hey Basti, ich will mir genau das Gleiche aufbauen, ich will auch raus aus meinem Job, egal ob du komplett selbstständig sein willst oder dir vielleicht ein zweites Standbein zur Sicherheit aufbauen willst, du kannst das Ganze neben deinem Job aufbauen oder auch während deinem Studium oder während deiner Ausbildung oder ob du sagst, ich will damit einfach später mal in Immobilien investieren, ich will mir mein Traumauto kaufen, will meine Kids zu Hause aufwachsen sehen und will einfach meine Weltreise machen, was auch immer, du hast ja alle Möglichkeiten dann frei. Dann findest du hier unter dem Video einen Link. Dort kannst du dich für ein persönliches Beratungsgespräch mit mir eintragen und dann führen wir einfach mal ein Gespräch, gucken, ob wir ein guter Match sind, ob das Ganze passt, ob das Ganze auch von deiner Lebenssituation her passt und wenn ja, dann geben wir Gas und bauen genau das Gleiche auch für dich auf. Ansonsten, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare
oder schreib mir gerne persönlich auf Instagram. Ansonsten, wenn du Videowünsche hast, auch gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über den Like sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Bastian.